Das macht aber den Unterschied. Du siehst ein Futter, das hat mit Huhn, zwei verschiedene Futtersorten. Und du denkst, hey, warum kostet das eine irgendwie das Doppelte vom anderen? Dann schaust du ins Detail und siehst beim einen in der Deklaration 4% Huhn und beim anderen siehst du 50% Huhn. Und das macht dann den Unterschied. Hallo zusammen, Servus, hier ist euer Tierarzt Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Jetzt haben wir schon eine kleine Reise hinter uns, was mit dem Fleisch passiert, also vom Schlachttier bis es dann ins Tierfutter kommt. Ja, ich habe euch erzählt, dass wir in jedem Tierfutter immer nur Fleisch aus der Lebensmittelproduktion haben, weil jedes Schlachttier für den menschlichen Verzehr erstmal geschlachtet wird. Erst danach kommt es zu einer Umwidmung sozusagen oder zu einem, zu einer Zweckbestimmung Tierfutter. Erstmal wird jedes Schlachttier aber für den Lebensmittelbereich geschlachtet. Jedes Fleisch im Tierfutter ist daher aus der Lebensmittelproduktion. Das war der erste Punkt. Das habe ich euch in dem Video erzählt. Der zweite Punkt, dass jedes Fleisch im Tierfutter ein tierisches Nebenprodukt ist. Ja? Und zwar ein tierisches Nebenprodukt der Kategorie 3. Ja? Da führt auch kein Weg dran vorbei, weil die Zweckbestimmung, also wenn ich aus einem Fleisch Tierfutter machen will, dann führt das immer dazu, dass es automatisch ein tierisches Nebenprodukt ist. Ja? Der Kategorie 3 eben. Habe ich euch auch in dem Video gesagt. Und jetzt sind wir schon beim letzten Punkt. Und der ist manchmal so ein bisschen, oder wird manchmal so ein bisschen verwechselt mit dem tierischen Nebenprodukt. Und das ist das tierische Nebenerzeugnis. Ja, glaubt mir, das ist, erschließt sich mir auch oft nicht, warum da einmal dieser und einmal jener Begriff benutzt wird. Es sind eben verschiedene Verordnungen, die für verschiedene Rechtsbereiche zuständig sind. Und das ist der Grund, warum das einmal so und einmal so genannt wird. Das sind einfach unterschiedliche Leute, die die jeweiligen Verordnungen ausarbeiten. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und dann kommt es dazu, dass es auch am Ende dann manchmal ein bisschen verwirrend ist. Jetzt also die tierischen Nebenerzeugnisse. Ne? Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Das ist ein Begriff aus der Deklaration, also aus der Verordnung, wie Futtermittel deklariert werden müssen, also was auf dem Etikett draufstehen muss. Und da gibt es eben diesen Begriff Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Das hat jetzt mit dem Schlachttier und mit dem, welche Teile da verwendet wurden, gar nichts mehr zu tun, weil Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, das ist alles vom Tier, alles. Vom Muskelfleisch bis zum Knochen, übers Blut, alles. Es sind Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Und also auch hier wieder eine klare Aussage, in jedem Tierfutter ist Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Ja? Weil alles, was vom Tier kommt, darunter fällt. Also, noch um das nochmal zu rekapitulieren, jedes Tierfutter, jedes Fleisch im Tierfutter kommt aus der Lebensmittelproduktion, Punkt 1. Jedes Fleisch in jedem Tierfutter ist ein tierisches Nebenprodukt der Kategorie 3. Und jedes Fleisch im Tierfutter gehört immer in die Kategorie Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse aus der Verordnung für Futtermitteldeklaration. Das sind die drei Punkte, die ihr mal so hintereinander gestellt euch merken könnt. Ja, dann ist es relativ einfach. Ist also in jedem Futter im Grunde ähnliches Zeug drin? Nein, das ist es nicht. Und jetzt gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten, wie ein Hersteller mit diesem Begriff Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse umgehen kann. Per se fällt alles darunter. Geht gar nicht anders. Ja? Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, die Deklaration offen, halboffen oder geschlossen zu machen. Was bedeutet das? Ich kann
den Überbegriff verwenden, ja, dann ist es eine geschlossene Deklaration. Ich kann also einfach hinschreiben, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Punkt. Das würde ausreichen, um alles Fleisch, egal was es ist, im Tierfutter zu kennzeichnen. So, das könnte ich machen. Wann macht man das? Höchstwahrscheinlich dann, wenn man viele Teile vom Tier verwendet, die vielleicht nicht so schön klingen oder die nicht so einen guten Ruf haben oder die man irgendwie, ja, darunter verstecken will unter der geschlossenen Deklaration. Das wäre zumindest eine Idee dazu. Warum sollte man das sonst so in einem Überbegriff schreiben, wenn man es doch genauer sagen kann? Und ja, das könnte ein Hinweis auf, ja, für die Qualität oder für mangelnde Qualität sein, weil ich unter dem Begriff nicht genau weiß, welche Teile da, wurden jetzt da konkret verwendet. Und oftmals ist es so, wenn jemand diesen Begriff verwendet, dass der Hersteller selber nicht unbedingt sagen kann, was da jetzt genau drin ist. Das ist das große Problem. Es ist ja klar, also stellt euch, das ist jetzt ein komischer Vergleich, aber Mülltrennung. Ja? Wenn ich jetzt alles in eine Tonne reinwerfe, ja, dann kann das alles sein. Da kann das Plastik sein, da kann das Papier sein, da kann das, können das Lebensmittelabfälle sein. So, ganz unterschiedliche Sachen. Und beim nächsten ist auch wieder eine Sammeltonne und da sind auch wieder ganz unterschiedliche Sachen drin. Aber die eine Sammeltonne hat mit der anderen wenig zu tun. Das könnte sein. Und wenn ich als Hersteller an einem Schlachthof einfach eine Sammeltonne Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse einkaufe, dann weiß ich nicht unbedingt, was da genau für Fleischteile drin sind. Und ich weiß auch nicht unbedingt, von welchen Tieren diese Fleischteile, die ich nicht kenne, sind. Zwei große Komponenten mit einer großen Unsicherheit. Das könnte zu Recht ein Kritikpunkt sein. Ja, wenn man sagt, mir ist es aber wichtig, mir ist es wichtig, ich möchte wissen, was da genau für Tiere drin sind. Wenn ich einen Allergiker habe, ist es ja zwingend, dass ich das weiß. Ja, könnte ich ein Futter gar nicht verfüttern, wo drauf steht Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, wo ich gar nicht weiß, von welchem Tier und welche Teile des Tiers da verwendet wurden. Das könnte ein Problem sein bei einer geschlossenen Deklaration, wenn ich so einen Oberbegriff verwende. Ja? Das ist der eine Punkt. Ja? Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Wenn ich diesen Begriff verwende, weiß ich nicht genau, was drin ist. Klar, wenn ich so eine Gemischt-Tonne abnehme, dass die dann wahrscheinlich auch nicht so viel kostet, wie eine, die sortiert ist. Da gibt es also schon Unterschiede. Ja? Also geschlossene Deklaration, ein Oberbegriff für verschiedene Sachen und ich weiß am Ende gar nicht genau, welches Tier und welche Teile dieses Tiers da drin sind. Das wäre das eine. Dann gibt es so eine halboffene Deklaration. Das bedeutet, dass ich sage, was ich verwende, ja, welche Teile von welchem Tier ich verwende. Zum Beispiel Leber oder Herzen oder was weiß ich. So. Fertig. Ich nenne die einfach. Ich muss die auch in absteigender Gewichtsreihenfolge auflisten. Das heißt, was an erster Stelle steht, ist auch am meisten drin. Das schon. Aber ich schreibe keine Prozentangaben dahinter. Ja, so. Das wäre schon mal besser. Dann weiß ich, wie viel genau da drin ist. So. Und was da drin ist. Das wäre eine halboffene. Und eine offene Deklaration bedeutet, dass ich auch noch die Prozentangaben dahinter stehen habe. Dann weiß ich, ja, ein Kunde, ganz genau, okay, so und so viel Prozent vom Muskelmagen des Huhns sind in diesem Futter enthalten. Ja. Diese drei Möglichkeiten gibt's. Alle diese drei fallen unter den Begriff Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, aber ich kann es eben nochmal
detaillierter sagen, als nur mit diesem Oberbegriff zu arbeiten. Das macht dann am Ende den Unterschied, ja, im Preis natürlich, ja, in den Produktionskosten auch, aber eventuell auch, ja, das muss nicht zwingend so sein, aber in manchen Fällen sicher, in der Qualität. Ja, das sind die Punkte. Gehört aber alles zur selben Kategorie. Also die Frage ist ich möchte ein Futter, in dem kein Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse verarbeitet wurden, funktioniert nicht, weil alles Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse sind, ist einfach der Oberbegriff für alles. Ja? Da kann ich nicht aus. Alles fällt darunter. Das könnt ihr euch mal merken. Und ja, habe ich die drei Sachen gesagt. Und noch eine Sache, die natürlich immer wieder, ja, also wissen immer noch Leute nicht. Jetzt gibt es Futter, die zum Beispiel vorne draufschreiben, weil der Gesetzgeber sagt, hey, wenn du mit irgendwas wirbst vorne, zum Beispiel, weil du es nennst, ja, weil du sagst Huhn, ja, dann musst du auch hinten eine prozentuale Angabe draufschreiben, wie viel Huhn ist denn da drin. So. Und dann siehst du oft diese, ja, ominöse Angabe 4%. Wenn du unter 4% drin hast, dann sagt der Gesetzgeber wieder, es ist gar nicht wert. Ja, also wenn du weniger als 4% Huhn drin hast, dann darfst du nicht mehr explizit mit Huhn werben, weil es einfach Quatsch ist. Ja, das ist dann einfach nur noch, das ist nur marginal, was da drin ist und nicht mehr wert, dass du damit wirbst. Logisch, oder? Aber 4% sind auch schon arg wenig, finde ich. Ja? Das macht aber den Unterschied. Du siehst ein Futter, das hat mit Huhn, zwei verschiedene Futtersorten. Und du denkst, hey, warum kostet das eine irgendwie das Doppelte vom anderen? Dann schaust du ins Detail und siehst beim einen in der Deklaration 4% Huhn und beim anderen siehst du 50% Huhn. Und das macht dann den Unterschied. Ja? Da ist wieder die Frage, ob das eine wirklich preiswerter ist als das andere. Da müsst ihr dann ins Detail schauen. Ja? Aber lasst euch von diesem Begriff Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse nicht irre machen. Da fällt eben alles drunter. Ja? Wenn wir schon mal bei diesen 4% sind, ich kann da nochmal vielleicht ein eigenes Video zu machen, aber da gibt es auch Tricks, die die Hersteller anwenden, um diese 4% sogar noch zu umgehen und noch weniger als 4% reinzumachen. Das Problem ist nicht unbedingt, dass da nur 4% Huhn drin sind, sondern was ist das andere? Was sind die anderen 96%? Das ist doch das Problem. Was sind das für Teile? Was ist das für ein Tier? Weiß man nicht. Weiß es der Hersteller? Ich habe keine Ahnung. Das wäre es zu Fleisch und tierischen Nebenerzeugnissen. Ja? Schaut euch bitte die anderen beiden Videos dazu auch an. Die sind wichtig. Ja? Und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video. Alles Gute, euer Tierarzt. Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Servus, ciao.